Also das sind die Spiele, über die wir in 10 Jahren noch sprechen. Deswegen kann ich heute gar nicht sagen, was das ist letztlich. Also da würde mir jetzt spontan einfallen Shadow of the Colossus. Das ist ein Spiel für die PlayStation 2. Das hat jetzt schon fast ein Jahrzehnt auf dem Buckel. Und das ist so ein Spiel, über das man heute noch spricht quasi. Ja? Also Warum? Weil es Spuren hinterlassen hat, sage ich mal, in der Spielewelt. Und weil es gewisse Dinge getan hat, die vielleicht noch kein anderes Spiel so gemacht hat. Ja? Also es hat gewirkt. Es ist nachhaltig gewirkt quasi. Also in diesem kollektiven Spielergedächtnis, sage ich mal. Also zum einen gibt es ja heutzutage so viele Spiele wie nie zuvor. Im Grunde gibt es 1000 Genres, 1000 Möglichkeiten, sich virtuell irgendwie auszutoben. Und das führt dazu, dass die Kreativität in vielen Bereichen auch schon sprudelt und da ist. Ja? Gerade so in dem Independent-Bereich gibt es viele Entwicklungen, die man kreativ nennen kann. Aber auch im AAA-Bereich, also da, wo die hohen Budgets investiert werden, gibt es auch durchaus noch kreative Tendenzen. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt zum Maßstab nimmt, also die Spiele, die verkauft werden, also die sich häufig verkaufen, da ist es mit der Kreativität nicht mehr so weit her. Die Masse mag das Mittelmaß, das ist einfach so. Ja? Also wir spielen ja auch gerne mal ein Fußballspiel oder sowas, aber man kann jetzt das 15. FIFA nicht unbedingt nochmal kreativ nennen, obwohl man nicht vergessen darf, dass da auch vielleicht eine Leistung drinsteckt. Ja? Aber so vom künstlerischen Aspekt oder vom kulturellen Aspekt her sind solche Nachfolgetitel, so große Geschichten oder der x-te Shooter, die sind halt nicht besonders wertvoll oder in diesem Sinne vielleicht nicht kreativ.